Siegen gab es etwas zu feiern. Leider nicht für die Sportfreunde Siegen, sondern für den Gegner Rot-Weiß Essen am Freitagabend im Leimbach-Stadion. Die Essener haben durch einen 1:2-Sieg ihren Aufstieg in die Regionalliga klarmachen können. Mehr als 3000 Essener Fans ließen sich das natürlich nicht entgehen und da die Konstellation vorher bekannt war, wurde das Spiel vorab durch die Polizei als Risikospiel eingestuft. 17 Essener Fanbusse hatten sich auf den Weg nach Siegen gemacht. Viele Fans sind auch mit dem Zug oder eigenem Pkw angereist. Insgesamt rund 6000 Fans wurden am Freitagabend im Leimbach-Stadion erwartet. Am frühen Nachmittag herrschte am Bahnhof Siegen dann der Ausnahmezustand. Polizeihundertschaften und Sonderbusse der Transdev beherrschten das Bild am Bahnhof. Das Konzept sah vor, die zahlreichen Fans aus Essen direkt ins Stadion zu eskortieren. Im Stadion selber wurden die Fans dann strikt getrennt, zum Ärgernis vieler Siegener Fans. Ihr Fanblock wurde einfach aufgelöst. Schon zu Spielbeginn erste Unruhen im Essener Fanblock. Unbelehrbare zündeten Fackeln. Dieses wurde natürlich sofort unterbunden. Das Spiel selber, ein munterer Kick, aber halt von den Fans mehr ein Heimspiel für die Essener. In der 8. Minute die frühe Führung für die Sportfreunde Siegen. Nach tollem Zuspiel von Alex Elliott schießt der Holländer Schors überlegt am Essener Torwart vorbei zur Sportfreundeführung. So entwickelte sich ein munterer, aber absolut fairer Kick auf dem Platz, in dem die Essener aber immer mehr Oberwasser bekamen. Die Essener drückten dann mächtig in Richtung Ausgleich, erspielten sich im Verlauf eine klare Feldüberlegenheit. Die Sportfreunde Siegen standen recht gut in der Defensive. Bis zur 37. Minute. Der Ausgleich. Köp ist der Torschütze der Essener und macht mit einem langen Bein aus 3 Metern das 1:1. Zur Halbzeit somit gute Stimmung bei den RWE-Fans auf dem Gästeblock in der Westkurve. Gegen diese stimmliche Macht haben die Siegener heute keine Chance. Die zweite Halbzeit der im Großen und Ganzen außerordentlich fairen Partie konnte beginnen. In der 63. Minute dann das 1:2 für die Mannschaft aus Essen. Leon Enzmann, der Torschütze. Nun gab es fast kein Halten mehr für die Essener Fans. Bengalisches Feuer wurde im Fanblock gezündet, die ersten Fans saßen auf dem Zaun. Ein kleiner Vorgeschmack dessen, was zum Spielende im Leimbach-Stadion abgehen würde. Die Essener spielen nun ihr Spiel routiniert ab. Einige Essener Fans halten es nun nicht mehr aus. 2 Minuten vor Spielende stürmen sie den Innenraum. Der erste wirklich ernstzunehmende Tumult des Abends. Spieler und Ordner reden auf die Fans ein. Dank Ordnern und den Polizeikräften wird das Spiel über die Zeit gebracht. Dann der Schlusspfiff. Nun gibt es kein Halten mehr. Die Fans stürmen in den Innenraum des Leimbach-Stadions und feiern ihre Spieler. Essen übernimmt das Leimbach-Stadion. Nur für kurze Zeit. Aber auch hier muss man sagen, dass dieses absehbar war und auch die Situation von den Aufsichtskräften gemeistert wurde. Jubel in jeder Ecke. Nein, die Siegener Fans schauen dann doch etwas wehmütig. Im Anschluss an den Jubel der sehr geordnete, organisierte Rückzug der Essener Fans. Die Sonderbusse waren bereitgestellt, die entweder direkt nach Essen abfuhren oder die Fans, die mit der Bahn angereist waren, zum Bahnhof Siegen verbrachten. Die Transdev hatte Sonderbusse eingesetzt, die mit Polizeibegleitung im Bus und wieder eskortiert in Richtung Bahnhof Siegen fuhren. Dazu Transdev-Betriebsleiter Gerhard Wettermann, heute selber im Einsatz. Ganz ruhig, schöne Lieder gesungen, war okay. Aber trotzdem erstmal am Bahnhof wieder starke Polizeieinheiten. Polizeidirektor Wilfried Bergmann erklärt uns, ja, das war ein sicher normales Fußballspiel in der Nordrhein-Westfalen-Liga zwischen Siegen und Essen. Mit der Besonderheit, dass Essen heute Abend es so weit geschafft hat, dass sie den Aufstieg in die Regionalliga geschafft haben. Wozu wir herzlich gratulieren. Waren irgendwelche besonderen Vorkommnisse heute für Sie? Ein bisschen was zum Fußball dazugehört, aber im Grunde war es eine ganz friedliche, entspannte Geschichte. Dadurch, dass eben die Essener auch ihre Meisterschaft feiern konnten mit ein bisschen Feier am Ende, war es dann doch insgesamt eine sehr ruhige Geschichte. Gegen 23 Uhr machten sich die Polizeieinheiten, die zur Verstärkung der Siegener Polizeikräfte aus dem Ruhrgebiet angerückt waren, auf den Heimweg. Alles in allem ein trotz weniger Tumulte schöner Fußballabend. Leider nicht für die Siegener.